Also, ich nehme als Vorspeise das Lachs-Carpaccio, dann... Aha. Wie viel? 35. Dann nehme ich die Wachtelbrüstchen mit einer Trüffelfarce. So. Wie viel? 42. Nee, ich nehme Austern als Vorspeise, dann die Wachtelbrüstchen und dann das Charolais-Filet. Ach ja. Wie viel? Josef, wenn du nicht verlieren kannst, solltest du auch nicht wetten. Warum willst du mir nicht sagen, wer sie ist? Dann doch mal! Ich will wissen, mit wem du bummst! Meine Güte, nimm dich doch zusammen. Wir sind doch erwachsene Menschen, oder? Erwachsene Menschen, das ist gut. Sehr gut. Mit wem fährst du weg, du musst Kerl? Sag mir ja nein! Schon die Tischdecke weg. Nein, nein. Es ist aus zwischen uns, Ellen. Und ihr Name geht dich in Scheißdreck an. Herr Professor, verzeihen Sie. Telefon für Sie. Danke. Du solltest auch verreisen, Ellen. Bisschen ausspannen, gell? Wenn du wüsstest, wie ich dich hasse. Josef, du bist wirklich unmöglich. Ich weiß. Das sagt meine Mutter auch immer zu mir. Das geht alles auf mich, Rüdiger. Ja? Ich muss leider noch mal in die Klinik. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Wiedersehen. Aber Ellen, du wirst doch nicht... Lass mich in Ruhe. Du machst dich lächerlich. Na, hast du endlich genug gesehen? Du unterhältst mich nicht so gut. Weißt du wenigstens, wer die Frau war? Mutter Teresa jedenfalls nicht. Das war Ellen Schäfer, die Schauspielerin. Toll. Naja, um das zu wissen, müsstest du natürlich hin und wieder ins Theater gehen. Kannst du mir vielleicht auch verraten, wer da mit wem verbandelt ist und wie? Das war deiner. Sind Sie einverstanden, wenn wir das unter uns regeln? Ja, Herr. Ja, ist ja nicht viel passiert. Dr. Schäfer. Frank, bitte. Danke Ihnen. Schon Sie meine Frau die Nerven verloren. Ich hoffe, sie kommt heil nach Hause. Kann ja mal vorkommen. Jetzt komm ich, Herr Pummer. Professor Milan, ein bekannter Herzchirurg. Hast du die Adresse von den Leuten? Habe ich. Gut. Schick sie alle weg. Ich will nur den Nachbarn, der den Toten gefunden hat. Alles klar. Professor Milan war Ihr Chef in der Chirurgie? Ja, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Schon seit Jahren. Ich kann das immer noch nicht fassen. Das kann ich verstehen. Sie sind also gestern Nacht vom Restaurant aus Ihrer Frau gefolgt? Ja, es war mir völlig klar, dass sie nur ihm hinterhergefahren sein konnte. Ich meine, Professor Milan. Ich fuhr sofort in die Klinik. Er war schon weg. Dann zu ihm nach Hause und... Naja, was mich da erwartete, wissen Sie ja. Sie vermuten, dass Ihre Frau vor Ihnen dort war? Ja, ja. Das macht mir Sorge. Ich habe den toten Milan gesehen. Ich bin zu mir nach Hause gefahren und traf dort
eine, gelinde gesagt, sehr verwirrte Ellen an. Können Sie das beschreiben? Nun, sie konnte mir nicht einmal mehr sagen, wo sie unmittelbar zuvor gewesen war. An den Streit im Lokal, daran konnte sie sich noch erinnern und danach dunkel. Sie meinen, Ihre Frau hat das Gedächtnis verloren? Partielle Amnesie, ja. Sie werden gleich verstehen, dass meine Sorge durchaus berechtigt ist. Ellen lebt seit einem halben Jahr mit einem neuen Herzen. Die Operation hat Professor Milan durchgeführt, eine ausgezeichnete Arbeit. Das Problem dabei ist einzig und allein meine Frau. Welches Problem? Sie kennen Ellen vielleicht von der Bühne? Ja, ja, ich habe sie oft gesehen. Dann wissen Sie, dass sie eine sehr sensible Schauspielerin ist. Und naturgemäß beschränkt sich diese Sensibilität nicht auf den Beruf. Ihre Reaktion auf das neue Organ war sehr heftig. Ablehnend. Was heißt das genau? Nun, die Untersuchungen vor der Operation hatten ergeben, dass Ellen eigentlich stabil genug sein würde, um einen solchen Eingriff zu verkraften. Aber leider war dem nicht so. Können Sie das beschreiben? Sie zeigte nach der Operation sehr merkwürdige Reaktionen. Sie nahm ihr vertraute Dinge und Menschen nur verzerrt wahr, neigte zu plötzlichen, impulsiven Ausbrüchen, vollkommen unkontrollierten Handlungen. Wir sprechen dabei von einer Persönlichkeitsspaltung. Und dieser Gedächtnisverlust gehört auch dazu? Das kann, wie im Fall meiner Frau, tatsächlich dazukommen. Ein teilweiser Ausfall des Gedächtnisses allerdings. Das heißt, er bezieht sich ja nur auf ganz bestimmte Ereignisse und Erlebnisse und Personen. Sie glauben also, dass Ihre Frau Professor Milan erschossen hat, aber nichts mehr davon weiß? Ich fürchte, ja. Es fällt mir, wie Sie vielleicht verstehen können, nicht leicht, darüber zu sprechen. Sie sollten aber auch wissen, dass Ellen, meine Frau, und Professor Milan ein Verhältnis hatten. Und Milan hat dieses Verhältnis zwar vor kurzem gelöst, aber das hat... Heiner, hast du schon über den Mord gelesen? Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du... Das ist Herr Matula, ein Mitarbeiter von mir, Herr Dr. Schäfer. Tag. Ich kann auch draußen bleiben. Ich bitte Sie. Also, Ihre Frau und Professor Milan hatten... Meine Frau und ich haben seit langem eine offene Ehe, wie man so schön sagt. Das heißt, jeder lässt dem anderen die Freiheit, die er braucht. Und wir sind damit eigentlich bisher gut klargekommen. Ich war immer sehr geduldig und schließlich sind Ellens Beziehungen irgendwann zu Ende gegangen. Als allerdings Professor Milan ihr vor kurzem wegen einer anderen Frau den Laufpass gegeben hat, war das für sie in Anbetracht ihrer Verfassung ein Schock. Und ich musste, ehrlich gesagt, das Schlimmste befürchten. Herr Dr. Frank, ich liebe meine Frau. Bitte helfen Sie ihr. Das Einzige, was ich im Moment tun kann, ist, mit Ihrer Frau zu sprechen. Genau das möchte ich. Ich möchte, dass Sie sie kennenlernen. Und bitte sagen Sie ja auch, in welcher Lage sie sich befindet. Guten Tag, Frau Schäfer. Mein Name ist Frank. Guten Tag, bitte. Danke sehr. Ich sage Ihnen lieber gleich, ich bin nicht die Geduldigste heute nach allem, was passiert ist. Mein Mann hat Sie also engagiert. Das ist ja rührend. Er sorgt sich um mich. Ich verstehe noch nicht, warum. Ich denke, wir sollten uns trotzdem unterhalten, bevor die Polizei Sie verhört. Die Polizei soll nur kommen. Ich habe nichts zu verbergen. Oder meinen Sie, man wird mich verdächtigen, Albert Milan erschossen zu haben, weil er mein Liebhaber war und weil er mich verlassen hat? Das kann man nicht wissen. Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Sie meinen wirklich, ich brauche einen Anwalt? Sehr richtig unheimlich. Ich bitte Sie, was ist daran unheimlich? Das hört sich so an, als wäre ich schuldig. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Egal wem. Ich kann nicht mehr sagen als das, was passiert ist. Erzählen Sie es mir nochmal, ja? Gestern Abend hätte ich ihm am liebsten den Tod gewünscht, aber dann, ein paar Stunden später, mein Mann hat es mir gesagt. Das war entsetzlich für mich. Das kann ich verstehen.
Wir hatten einen Streit gestern Abend in einem Restaurant. Ich war furchtbar wütend. Albert ist gegangen. Ich weiß nur noch, danach bin ich mit dem Auto in der Gegend herumgefahren. Ich weiß nicht, wie lange. Ich war so traurig und deprimiert. Und dann bin ich zu seinem Haus. Ich wollte nicht, dass es zwischen uns so hässlich endet. Aber er war noch nicht da. Sie haben Professor Milan nicht mehr gesehen? Nein, diese Warterei kam mir plötzlich so sinnlos vor und so unwürdig. Sind Sie dann nach Hause gefahren? Ja. Wissen Sie, Frau Schäfer, das Problem ist, Sie waren kurz vor der Tat in der Nähe des Hauses. Entschuldigen Sie, ich muss wieder auf die Probe. Ich will noch einen Kaffee trinken. Ich möchte mich um Himmels Willen nicht aufdrängen. Ich vertrete Sie natürlich nur, wenn Sie mir vertrauen. Einverstanden. Dann sind Sie meinetwegen mein Anwalt. Wiedersehen, Dr. Frank. Wiedersehen. Viel Glück bei der Probe. Sag mal, Horst, kannst du mir gleich noch mal den Witz mit... Entschuldigung. Ja, das war's. So, Schätzchen, jetzt brauche ich ein Küsschen und noch mal ein Glas Bier. Neues Herz hat sie gekriegt, aber neuer Kopf wäre viel wichtiger gewesen. Ich sag euch, die nervt beim Proben, ich könnte sie erwürgen, diese. Ja, Sascha, ist ja gut. Und ich sagte, sie nervt. Sag mal, gehst du gleich zur Probe? Ich hab's eigentlich ziemlich eilig, danke schön. Kannst du der Schäfer mal ausrichten, dass sie in der Klinik anrufen soll? Ihren Mann, oder? Nee, eine Dr. Wilms. Dr. Andrea Wilms, sag ich Bescheid, vielleicht kriegt die sie wieder hin. Ist die Wilms auch in der Chirurgie? Nee, in der Psychiatrie. Ah ja, recht. Stimmt so. Tschüss. Tschüss. Wer war denn das? Sie wollen zur Frau Dr. Wilms? Ja, bin angemeldet. Danke. Aber komm, jetzt lass dich nicht so hängen. Hier. Dann schaffst du es schon. Geradeaus, zweite Tür links. Okay. Wir machen zusammen Ferien. Hm? Und dann vergisst du die ganze Geschichte. So einfach geht das nicht. Das Einzige, was hilft, ist Zeit. Abstand gewinnen. Ja, bitte. Ah, Sie sind sicher, Dr. Frank. Ich komme dann gleich nach Hause und dann reden wir noch mal über alles. Anna, bitte kommen Sie doch schon rein. Danke. Geh noch was essen. Klappst mir sonst zusammen. Ich hoffe, ich habe nicht gestört. Die junge Dame sah etwas mitgenommen aus. Nein, nein, nein. Setzen Sie sich doch. Danke. Das war meine Tochter. Ah ja. Sie ist total überanstrengend. Stress in der Schule. Stress mit Männern. Das wechselt in diesem Alter so häufig. Aber Sie sind der Anwalt von Ellen Schäfer. Was möchten Sie von mir wissen? Frau Schäfer hat eine Herztransplantation hinter sich und ich würde gern genaueres wissen über die psychischen Folgeerscheinungen, die so ein Eingriff auslösen kann. Gut. Jeder Patient reagiert natürlich anders. Aber jeder Patient wird vorher sehr, sehr sorgfältig untersucht. Denn ein fremdes Herz kann empfindliche Naturen schon aus der Balance werfen. Ist das bei Frau Schäfer der Fall? Vorher schien sie psychisch kräftig genug, diesen Eingriff ohne Komplikationen durchzustehen. Und danach? Danach wurde eine weitere Behandlung durch mich notwendig. Aber verstehen Sie mich jetzt richtig? Ich rede nicht von einem Krankheitsbild. Es passiert sehr häufig, dass erst nach gelungener Operation die Schwierigkeiten bei den Patienten beginnen. Und dann brauchen sie Rückhalt. Jemanden, der für sie da ist. Und diese Aufgabe haben Sie bei Frau Schäfer übernommen?
Ja. Aber warum wollen Sie das alles wissen? Hat es irgendwas mit dem Mordfall zu tun, mit dem Mord an Albert Milan? Hat Frau Schäfer mit Ihnen über Professor Milan geredet? Ja, selbstverständlich, er hat Sie operiert. Nein, ich meine, hat sie mit Ihnen über den Menschen Albert Milan gesprochen? Den... Ach, das meinen Sie. Entschuldigen Sie mich. Schauen Sie, praktisch jede Schwester in der Klinik wusste von dem Verhältnis der beiden. Und als es dann zu Ende war, ja? Die Akte Müller, gut, ich schau gleich nach, danke. Und als es dann zu Ende war, also das mag jetzt etwas zynisch klingen, aber bildlich gesprochen, hat das neue Herz dadurch einen Knacks bekommen. Ich verrate Ihnen noch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Milan die Frauen sehr häufig gewechselt hat. Das klingt jetzt so, als hätten Sie Professor Milan genauer gekannt. Ja, natürlich. Wir haben zusammen studiert an der gleichen Universität. Er war schon damals nicht zu übersehen oder zu überhören. Ein wirklich sehr ich-bezogener Mensch. Und Liebesaffären en gros. Bis heute. Und leider war Ellen Schäfer auch nur eine unter vielen. Frau Dr. Wilms, Sie kennen Frau Schäfer sehr genau. Eifersucht, die bis zum Mord geht. Trauen Sie ihr das zu? Ich glaube, meine Auskünfte sollten Ihnen jetzt ausreichen. Bedenkt, was dies Gespräch für Folgen hat. Besinne dich. Versammle deine Geister. Was auch daraus erfolgt, Amphitryon, ich will's, dass du mir glaubst. Du sollst mich nicht so unanständig in scherzesfähig wähnen. Sehr ruhig siehst du um den Ausgang mich. Ausgang mich? Kannst du im Ernst ins Angesicht mir leugnen, dass du im Schlosse gestern dich gezeigt? Falls nicht die Götter fürchterlich dich straften, gilt jeder andere schnöde Grund mir gleich. Den inneren Frieden kannst mir nicht. Den inneren Frieden. Kannst du mir nicht stören, Verse Ellen! Was ist los mit dir, Ellen? Mensch, das hatten wir doch alles schon viel schöner. Komm, das Ganze noch mal von vorne. Alkmene, bei den Göttern, bedenk, was dies Gespräch für Folgen ich hat. Dachte, besinn wir machen dich! Schluss für heute. Nicht bevor die Szene sitzt. Was ist los? Können wir noch eine Stunde dranhängen? Von mir aus gern. Also, ich kann nicht. Tut mir leid, Bernd. Ich muss weg. Na gut. Was können wir denn ohne Ellen überhaupt machen? Ja, zweiter Akt, dritte Szene, Amphitryon und Merkur. Einverstanden? Ich liebe meine Kollegen. Danke, bis morgen. Ja, was ist Hans-Jürgen? Wer sind denn Sie da unten? Nichts für ungut, großer Meister. Ich bin ein Fan von Frau Schäfer und dachte so an ein Autogramm zu kommen. Sie stören hier, verstanden? Ich habe Sie sehr gut verstanden. Wiedersehen.
Sie haben Pech, er fängt heute später an. So und wann? Achim ist nicht da. Haben Sie das verstanden? Verschwinden Sie! Was wollen Sie eigentlich schon wieder von ihm? Das geht nur Ihnen und mich etwas an. Na, Willi. Wie läuft's? Ich heiße Richard. Kapiert? Was denn, wie ein Bier? Hören Sie, ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Achim, geht Sie nichts an! Was hat sie dich gefragt? Sie erfahren nichts mehr von uns. Hauen Sie ab! Hör schon auf, Irene. Lassen Sie mich zufrieden. Ich tue doch niemandem was. Raus jetzt, Irene. Dann unternimm du doch was oder willst du dich noch länger bequatschen lassen jetzt hier? Nehmen Sie die Finger weg, nicht böse sein. Ich glaube, es ist besser, Sie gehen hier. Das ist für uns beide. Und lass dich hier nicht mehr blicken, klar? Vielen Dank, aber das wäre nicht nötig gewesen. Bin ich aber nicht so sicher. Na dann, vielen Dank. Mein Name ist Matula. Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, ich meine, was Achim anbetrifft vielleicht. Sie kennen den Kellner? Das ist ein alter Freund von mir, ich sehe ihn öfter. Wenn ich ihm was ausrichten kann... Nein, nein, danke. Das ist nicht so wichtig. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Herr Matula. Auf Wiedersehen, Frau Schäfer. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie ins Theater gehen. Ja, das sieht man einem Menschen ja auch nicht gleich an. Guten Tag. Oh, ich hoffe, ich störe nicht Ihre tiefgreifenden Überlegungen zum Falle Milan. Wie denken Sie denn nach? Im Kopfstand? Nehmen Sie doch Platz. Danke. Was ist denn nun mit diesem Anruf? Ich bin aus Ihren Andeutungen am Telefon nicht so richtig schlau geworden. Eine Frau, der Stimme nach eine Jüngere, beschuldigt Frau Schäfer, Professor Milan aus Eifersucht erschossen zu haben. Zugegeben kein besonders originelles Motiv. Und Achim, der Kellner, ist dein Freund? Ja. Aber du interessierst dich für diese aufdringliche Ziege, stimmt's? Kann es sein, dass du auf sie ein bisschen eifersüchtig bist? Auf die? Sag mal, du tickst doch wohl nicht richtig. Du bist doch ein Bulle. Nicht doch. Was dann? Ein Schnüffler? Na gut. Ihr Mann hat mich engagiert. Ist doch verständlich, dass er sich fragt, was seine Frau dauernd hierher zieht, oder? Warum kommt sie hinüber? Was will sie von Achim? Das ist eine gute Frage. Ich wüsste auch gern, was sie von Achim will. Sie sitzt dort an der Theke und nervt mit ihren Fragen nach Rosi. Wer ist Rosi? Rosi ist Achims Schwester. Sie hat auch mal hier gearbeitet. Die beiden wollten zusammen Lokal aufmachen. Dafür haben sie gespart. Jetzt nicht mehr? Rosi ist tot. Was ist passiert? Die beiden hatten einen Motorradunfall. Und Achim hat ein paar Schrammen abgekriegt. Aber Rosi hat's erwischt. Was interessiert die Frau an der toten Rosi? Ach, was weiß ich. Die spinnt. Was hat sie dich zum Beispiel gefragt? Seit wann sie das hier gemacht hat und was sie für ein Mensch war, ach, alles Mögliche eben. Wo ist sie gestorben? In der Klinik? Ich weiß es nicht. Das musste Achim fragen. Wie hast du gesagt, war nochmal sein Name? Hallo, Willi. Wie und wann kann ich denn Achim hier treffen? Weiß ich da nicht. Ich weiß bloß, dass du mir gewaltig auf den Keks gehst. Ach, damit kann ich leben. Aber ich brauche dringend seinen Nachnamen. Hallo.
Frau Schäfer, kommen Sie rein. Bitte, setzen Sie sich. Kann ich Ihnen was bringen? Kaffee, Schnaps? Sehen Sie sich bloß nicht um. Bin so fertig, schaff's nicht mal aufzuräumen. Sie haben's dabei? Die 30.000 wie besprochen. 30.000 können ein Menschenleben natürlich nicht aufwiegen. Hallo, Achim. Hey, was soll das? Wer sind Sie? Stell dich nicht an, Alter. Willst mich wohl nicht mehr kennen. Guten Tag, Frau Schäfer. So schnell sieht man sich wieder. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse daraus, Herr Matula. Ich muss jetzt gehen. Alles Gute für Sie, Herr Opitz. Warten Sie, kennen Sie den Mann? Frau Schäfer möchte gehen. Hey, verschwinden Sie, ich kenne Sie nicht. Das ist nicht zufällig das Honorar für den Mord an Professor Milan. Mord, Sie sind verrückt. Abkassieren willst du. Geht's los! Pass mal auf! Ich rate dir, mir schnell zu sagen, wofür das Geld ist. Loslassen! Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Lass mich los! Zeig mir deine Hundemarke. Ich hab keine. Ich bin Privatdetektiv. Na und? Was willst du von mir? Mit Mord habe ich nichts zu tun. Herr Dr. Frank, meine Frau wusste nicht, was sie tat. Sie haben nur selbst mit Frau Dr. Wilms gesprochen und Sie kennen ihre Diagnose. Die Krankheit meiner Frau ist nicht zu leugnen. Ich nehme an, Sie kennen das aus Ihrer eigenen Praxis. Jemand begeht einen, ich weiß nicht, wie man genau sagt, einen ungewollten Mord. Das heißt, er ist als Täter nicht juristisch voll verantwortlich für seine Tat. Es tut mir leid, ich kann diesen Zusammenhang leider nicht erkennen. Sehen Sie, ich würde ja auch gerne zweifeln, aber wenn nicht, so nehme ich doch an, Sie werden auf Schuldunfähigkeit plädieren. Ich meine, angesichts der Herztransplantation und der psychischen Folgen für meine Frau, wird Ihnen jeder Richter dabei folgen. Wobei folgen, Herr Dr. Schäfer? Was hättest du gemacht? Jemand läuft dir hinterher und drängt dir Geld auf. Hätte ich es vielleicht ablehnen sollen? Ja. Na komm, du wirst sie unter Druck gesetzt haben. Ich habe dir die Wahrheit gesagt, mehr nicht. Meine Schwester kam schwer verletzt in die Klinik. Aber die Ärzte haben sie nicht wieder zusammengeflickt. Nee, nee, nee. Sie haben sie sterben lassen. Und warum? Was meinst du, warum? Weil der Professor Milan Rosis Herz gebraucht hat. Diese Schauspielerin. Wolltest du Geld von ihm? Und wieso nicht? Er hat Rosi krepieren lassen. Deswegen hast du ihn erschossen? Ich habe ihn nicht erschossen. Warum hat Frau Schäfer dir dann 30.000 Mark gebracht? Es geht um Mord. Die Schäfer ist nur in die Bar gekommen, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Und aus lauter Mitleid mit dir ist sie hierher gekommen und hat dir einen Packen Scheine als Schmerzensgeld gebracht. Für wie dämlich hältst du mich eigentlich? Genau so war's, genau so. Sie würde nichts anders sagen. Die kleinen Leute würden für die Reichen ausgeschlachtet, für solche wie die Schäfer. Aber ich lasse mir das nicht gefallen. Dann sollen sie wenigstens blechen. Woher wissen Sie von Opitz? Sie müssen mir die Wahrheit sagen, Frau Schäfer. 30.000 Mark für Ihren Opitz aus reiner Nächstenliebe, das wird Ihnen die Polizei nicht glauben. Die werden annehmen, dass Sie das Geld benutzt haben, um den Mörder von Professor Milan zu bezahlen. Das ist absurd. Es geht doch niemandem etwas an, wem ich mein Geld gebe und warum. Ich kann nicht so einfach vergessen, dass ich mit dem Herzen eines 23-jährigen Mädchens lebe. Ja, und dann taucht der Bruder dieses Mädchens auf. Er behauptet, dass ich auf Kosten seiner Schwester lebe. Ja, das ist eine ziemliche Schauergeschichte, das verstehe ich. Sie hätten sich besser nicht darauf einlassen sollen. Er tat mir leid. In gewisser Weise fühle ich mich tatsächlich schuldig. Die 30.000 waren eine Menge Geld für ihn, für mich nicht. Was hätte ich denn tun sollen? Ich glaube Ihnen. Frau Schäfer, Herr Dr. Frank, guten Tag. Guten Tag. Ich habe hier den Haftbefehl gegen Frau Schäfer. Sie haben von Ihrem Konto 30.000 Mark abgehoben. Ah ja? Und jetzt glauben Sie, damit habe Frau Schäfer den Mörder bezahlt, ja? Wir nennen das mittelbare Täterschaft, Herr Dr. Frank. Bravo. Anstiftung zum Mord, ja? Wer ist denn der Geldempfänger? Den haben wir bald.
Frau Schäfer war dilettantisch genug, sich den Killer im Rotlichtmilieu zu suchen. Na, 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 Herr Rothaus, ob Sie damit wohl durchkommen? Ist alles schon vorgekommen, Herr Dr. Frank. Das werden Sie ja wohl wissen. Darf ich bitten? Sie machen keine Aussage, Frau Schäfer. Morgen früh hat der Richter meine Haftbeschwerde auf dem Tisch. Bitte. Ich hole Sie so schnell wie möglich da raus, ja? Kommen Sie. Eine Nacht, Frau Schäfer. Länger werden Sie da nicht bleiben müssen. Ich habe eine Beschreibung der großen Unbekannten. Von wem, bitte? Von Frau Schäfers Nachfolgerin in Professor Milans Bett. Komm zur Sache. Ich bin dabei. Die Unbekannte ist ein 19-jähriges Mädchen. Bildhübsch, Katzenaugen, Pferdeschwanz. Das hat mir Milans Haushälterin gesteckt. Schwarze Haare, grüne Augen? Komm zur Sache, Rainer. Das ist die Tochter von Frau Dr. Wilms. Ach nee. Ich habe noch was. Der Taxifahrer hat Schäfers Aussage bestätigt. Er scheidet als Täter also aus. Na, Opitz kommt für dich ja nicht in Frage. Der hat eine Schraube lock, aber ein Mörder ist er nicht. Herr Dr. Frank? Wir sollen einen Moment warten, ja? Danke. Für dich ist also nach wie vor Frau Schäfer die Täterin, ja? Also irrst dich, ich... Also doch, meine Frau. Was wollen Sie jetzt machen? Guten Tag, Herr Dr. Schäfer. Tag. Tag. Ich halte Ihre Frau für unschuldig. Sicherlich. Aber Sie vergessen, dass Ellen Schauspielerin ist. Sie kann jeden von uns täuschen. Selbst ein Mann wie Sie, Herr Dr. Frank. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Herr Dr. Schäfer? Einerseits sagen Sie, Ihre Frau könne uns so wunderbar täuschen, weil sie Schauspielerin ist. Und dann hat es wieder damit zu tun, dass Sie sie für psychisch krank halten. Ich denke, Sie sollten sich so langsam entscheiden. Ich muss mich da nicht entscheiden. Die Grenzen sind fließend. Für einen Laien ist das schwer zu beurteilen. Frau Dr. Wilms könnte Ihnen das Krankheitsbild sicher besser erklären. Der Staatsanwalt hat auf mein Anraten Frau Dr. Wilms um eine Stellungnahme gebeten für alle Fälle. Endlich. Sie wissen, dass sie das Gefängnis nicht überstehen würde. Herr Dr. Frank, ich liebe meine Frau. Und ich halte sie für unschuldig. Ich vertraue Ihnen. Na, denkst du das Gleiche wie ich? Der Herr Dr. Schäfer hält dich für bekloppt. Ich liebe meine Frau. Der will sie aus dem Weg räumen. Bravo. Endlich beginnt es bei dir zu tickern. Ah, da ist er. Tut mir leid, Rainer. Du hast die Stellungnahme der Wilms gelesen. Das war ein Eigentor. Sieht so aus, ne? Trotzdem, Stefan, das passt nicht zusammen. Die Schäfer geht ganz normal ihrer Arbeit nach. Die steht jeden Abend auf der Bühne. Und was macht die Wilms aus ihr? Ein gemeingefährliches, eiskaltes Monster, das irgendwelche Mordpläne schmiedet. Das geht doch nicht zusammen. Ich halte viel von der Wilms. Du kannst ja ein psychiatrisches Gutachten beantragen. Stefan, du weißt selbst am besten, wie lange sowas dauert. Also eins müssen wir der Wilms lassen. Sie hat das perfekt formuliert, ja? Schuldgefühle gegenüber der Herzspenderin, deshalb Tötungsabsichten gegen Professor Milan, der das Herz von Rosi Opitz transplantiert hat. Ist doch perfekt. Frau Schäfer fühlt sich in der Rolle des Racheengels. Stefan, sie ist unschuldig. Dr. Wilm stellt mich als gefährlich geistesgestört hin, aber es kann doch nicht sein, das ist nicht wahr. Ich habe das auch nicht für möglich gehalten. Bitte setzen Sie sich wieder. Hören Sie, Dr. Frank, ich gehe seit meiner Operation zu Dr. Wilms nicht, weil ich etwa psychotisch bin oder sonst etwas ist. Tut mir gut, mit dir zu sprechen. Sie wissen ja, wie schwer es ist, ein fremdes Herz anzunehmen. Aber deshalb bin ich doch nicht krank. Ich bin nur manchmal etwas hysterisch. Und welchen Grund, um Himmels Willen, kann sie haben, mir das einzubrocken? Bitte. Wir müssen versuchen, diesen Grund oder die Gründe herauszufinden. Und wir müssen leider von einem Komplott ausgehen. Zwei Personen versuchen sehr vehement, sie als unzurechnungsfähig darzustellen. Frau Dr. Wilms und... Und wer? Sagen Sie es nur. Ich bin schon auf alles gefasst.
und ihr Mann. Ihr Mann versucht auch, sie als Täterin hinzustellen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit gehen würde. Kann es sein, dass ihr Mann sehr viel Geld braucht und dass es ihm egal ist, wie er dazu kommt? Ich wollte schon vor Jahren die Scheidung, aber er fand immer einen Grund, sie hinauszuschieben. Schließlich haben wir uns arrangiert. Jeder lebt für sich. Entschuldigen Sie bitte die etwas indiskrete Frage. Warum wollten Sie die Scheidung? Er ist ein Spieler. Er versuchte immer wieder davon loszukommen, es hat nichts geholfen. Und daran ist Ihre Ehe gescheitert? Ja. Was haben Sie gesagt? Mein Mann und Dr. Wilms wollen versuchen, mich als unzurechnungsfähig darzustellen. Ja. Wenn es gut geht, werde ich also im Irrenhaus landen. Moment, Moment, Moment. Dazu wird es nicht kommen. Dazu müsste man Ihnen nämlich erst einmal den Mord nachweisen. Ihr Mann hat mich für seine Zwecke engagiert, aber er hat Pech gehabt. Er hat den falschen Anwalt erwischt. Prima, lief. Anna! Anna Wilms! Kann ich Sie kurz mal sprechen? Mein Name ist Matula. Vielleicht können Sie mir mal helfen, mich in Sicherheit zu bringen. Bin ich ganz so perfekt wie Sie. Danke. Da haben Sie sich ja was einfallen lassen. Das hätten Sie auch einfacher haben können. Ah, so macht's aber einfach mehr Spaß. Darf ich nur zu dir sagen? Klar. Ich bin Privatdetektiv. Was wollen Sie? Geht's um den Mord an Albert Mühlen? Ja. Ich war heute Morgen schon bei dir an der Schule. Ich wollte dich sprechen, aber da war schon ein anderer. Wer denn? Ein Mann im Motorradkluft. Der hat nur wirres Zeug abgelassen. Was denn? Der wollte mich anmachen. Du hast ihn nicht gekannt? Nein, sag ich doch. War das alles? Ich laufe hier nämlich nicht zum Vergnügen rum. Zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich will das alles vergessen. Aber du willst doch auch, dass der Mörder von Milan gefasst wird. Wieso? Die Frau, die das getan hat, ist doch verhaftet worden. Es gibt keine Beweise, dass Ellen Schäfer es war. Sie war es. Sie wusste, dass wir heiraten wollten. Sie wusste, dass Milan mich liebt. Sie hat ihn umgebracht. Hoffentlich kriegt sie lebenslänglich. Oh, Frau Dr. Wilms. Hallo. Hallo. Sie sehen, ich habe die Verabredung eingehalten. Wunderbar. Was gibt's denn Neues in unserem Fall? Oh, einiges. Ihre Stellungnahme zum Beispiel. Also, die müssen Sie mir mal genauer erklären. Wieso? Entschuldigung. Dankeschön. Ich habe doch nur die Fakten wiedergegeben. Und den Eindruck, den ich aus langen, endlosen Sitzungen gewonnen habe. Dankeschön. Das ist professionell und Sie können nicht von mir erwarten, dass ich mich dafür rechtfertige. Wissen Sie, was ich glaube? Sie sind im Fall Milan befangen. Sie zweifeln an meiner Objektivität. Und wie? Ich meine, diese Stellungnahme ist doch nicht das Papier wert, auf das sie geschrieben ist. Und zweitens, Ihre Tochter, auch wenn Sie das noch so leugnen, war die letzte Geliebte von Professor Milan. Er wollte sie heiraten. Bitte sehr. Vielen Dank, ich nehme nichts.
Bleiben Sie doch noch einen Moment, bitte. Ich muss mir diesen Unsinn nicht länger anhören, oder? Da haben Sie natürlich recht. Auf Wiedersehen. Das ist doch grotesk. Natürlich weiß ich, dass meine Tochter Milan interessant fand. Was bedeutet denn das? Sie ist nur ein halbes Kind. Sie geht ja noch zur Schule. Ich verbiete Ihnen, dass Sie Anna damit hineinziehen. Ich werde mich auch zur Wehr setzen. Kann es sein, dass Sie die Stellungnahme Ihrer Tochter wegen geschrieben haben? Wissen Sie was, Dr. Frank? Sie können mich mal. Du bist da, das reicht mir vollkommen. Verstanden. Mexiko. Habt ihr schon die Tickets? Wann soll es denn losgehen? Morgen? Übermorgen? Meinst du, dass alles klappt, ja? Es kann nicht sein, dass Achim dich sitzen lässt und abhaut. Wie meinst du das? Doch, fiel mir nur so ein, weil ich ihn mit einem Mädchen gesehen habe. Sah gut aus. Mit Pferdeschwanz. Du Armleuchte. Du willst mich doch bloß reinlegen. Ihr Schniffler seid alle gleich. Sie heißt Anna Wilms. Kenn ich nicht. Nie gehört. Bist du sicher? Achim hat keine andere. Wir hauen zusammen ab und kommen nie zurück. Wir lieben uns nämlich. Aber davon hast du keine Ahnung. Oh, meinst du? Wer sagt denn, dass ich mich nicht in dich verliebt hätte, wenn du frei wärst? Ach, hör doch auf mit dem Quark. Du spinnst. So, und jetzt reicht's, Matula. Verschwinde. Darf ich nur noch mal eben kurz telefonieren? Wen musst du denn anrufen? Tja, da bin ich selbst gespannt. Oh, Verzeihung, da habe ich mich verwählt. Anna Wilms. Siehst du, da habe ich doch nicht so falsch gelegen. Wiedersehen, Irene. Es war nett, mit dir zu plaudern. Ja, reichlich hartnäckig, Dr. Frank. Das gehört zu meinem Beruf. Ja, ich bin gerade auf dem Sprung. Ich würde gern mit Ihrer Tochter sprechen. Wieso? Anna ist in der Schule. So, und da komme ich gerade. Sagen Sie mir unterwegs, was Sie von Anna wollen, ja? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Vielleicht. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, was Ihre Tochter mit einem Kellner namens Achim Opitz zu tun hat? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das muss ein Irrtum sein. Ach, du bist noch da? Anna, das ist Dr. Frank, der Anwalt von Ellen Schäfer. Guten Tag, ich würde gern kurz mit Ihnen sprechen. Ich komme gleich zurück. Anna Wilms? Es ist für dich, Mama. Ja, Wilms? Thank you.
Entschuldigen Sie, einem meiner Patienten ist etwas zugestoßen. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Bitte. Raus damit! Daher weht der Wind, ha? Ja, die Kleine gefällt mir. Was dagegen? Ich bin es jetzt leid, ich höre es mir nicht länger an. Mach doch keinen Scheiß! Ich kann dir alles erklären. Da bin ich neugierig. Mir kann doch keiner einen Strick draus drehen, nur weil ich mit einem Mädchen gesprochen habe, oder? Du trägst die Schlinge schon um den Hals. Du bist nämlich dran wegen Erpressung von Ellen Schäfer. Also? Guck mal. Scheiße! Du kommst keine Minute zu spät. Ja, das ist nämlich furchtbar eilig. Wir haben eine dringende Verabredung. Ah ja? Na, da begleiten wir ihn doch gleich. Wir haben doch gar keine Zeit mehr, nicht wahr, Witz? Wen haben wir denn da? Schönen guten Abend. Komm, du wolltest doch zu Opitz. Was ist denn los? Ich will überhaupt nichts von Ihnen. Nein, du bist ganz zufällig hier. Sie warten auf Ihre Mutter. Na komm, Sie, Anna, das bringt doch jetzt nichts mehr. Ja, ich warte auf meine Mutter. Ich will endlich wissen, ob sie was mit dem Mord zu tun hat. Die Reisetaschen sind bereits gepackt. Wie viel Schweigegeld haben Sie denn verlangt? Sie mieser kleiner Erpresser. Ich habe Ihren Anruf mitgehört. Er hat 80.000 Mark verlangt. Ich wollte gar nicht, dass sie was erfährt. Nein, sie hatten nur vor, sie als Druckmittel gegen ihre Mutter zu benutzen. Sie hatten Dr. Wilms gedroht, Anna alles zu erzählen. Und es hat funktioniert. Zur Polizei zu gehen, hattest du ja nicht vor. Du hättest dir die Geldquelle nie ruiniert. Sie waren in der Nacht vor Professor Milans Haus. Warum? Wollten Sie ihn auch erpressen? Aber sicher wollte er das. Ich war dort, ja. Aber Sie konnten nicht mehr mit Professor Milan sprechen, weil er bereits tot war. Ja. Ich habe gewartet, bis sein Auto kam. Eine Frau saß neben ihm.
Ich wollte fast wieder losfahren. Dann habe ich gehört, wie sie gestritten haben. Und dann fiel der Schuss. Die Frau ist weggerannt. Ich hinterher. Bis in die U-Bahn. Da habe ich sie angesprochen. Na, mach schon auf. Na los. Da rein, bitte. Haben Sie das Geld dabei? Natürlich, wie ich es gesagt habe. Und ich verlange von Ihnen, dass Sie Frankfurt noch heute verlassen. Ganz genau das mache ich. Sie sehen mich nie wieder. Warum haben Sie meine Tochter damit hineingezogen? Wir hätten es auch anders regeln können. Ich habe gleich gewusst, dass Ihnen 50.000 nicht genügen. Sie sind eine Ratte, Opitz, so eine dreckige kleine Ratte. Ich habe Ihrer Tochter nichts gesagt. Gedroht haben Sie mir damit. Und ich kann nicht zulassen, dass Anna davon erfährt. Ich habe es nur ihretwegen getan. Ich habe es nur ihretwegen getan. Sie sind ein Risikofaktor für mich, Opitz. Das müssen Sie verstehen. Hey, nehmen Sie die Waffe weg. Gratuliere, Dr. Frank. Warum, Mama? Anna, du bist noch so jung. Und außerdem... hätte dich nie geheiratet. Milan nicht. Nach ein paar Monaten hätte er dich weggeworfen wie einen alten Lappen. Er hätte sich mit dir gelangweilt, abgrundtief gelangweilt. Ich habe ihn gekannt. Ich habe ihn sehr gut gekannt. Ich habe das alles schon erlebt. Aber ich habe ihn geliebt. Du hast mein Leben zerstört. Anna. Ich hasse dich. Können wir jetzt gehen, Dr. Frank? Dr. Wilms, fast leid. Sie werden verstehen, dass es mir in diesem Punkt etwas anders geht. Habe ich mich eigentlich schon bei Ihnen bedankt? Mein Mann wird Ihnen weniger dankbar sein. Er hat es nicht geschafft, aus mir eine Geistesgestürze zu machen. Na, Gott sei Dank. Herr Matula! Ja, Herr Matula ist mein Mitarbeiter. Ich kann es nicht ändern. Er bleibt auf mich angewiesen. Sehe ich Sie beide zur Premiere?